Mist, Ecke, konntest du sehen, was das ist? Ich brauche eine Schadensanalyse. Verbinde mich am besten mit Matthias von Gremlich Repair. Kilt, gut dich zu hören. Kann ich dir den Hangar öffnen? Matthias. Ja, Schiffstyp Corsair-Erkennung NSV, kennst du ja eh. Explosionsschaden vorne am Bug, dorsal. Scheint nicht zu brennen. Alles klar. Ich sag den Leuten Bescheid. Hangar sollte freigegeben sein. Kommandant, ich bin mit den Jungs zur Weeping Cove Island geflogen. Wir werden Informationen zum Pyro-Händler Randolph Emilio sammeln. In Weeping Cove gibt es eine Farm und eine Bar an den Docks, sowie das berüchtigte Cutter's Rig. Wir quartieren uns vorerst bei den Farmern als Feldarbeiter ein. Wenn du noch irgendwelche Befehle hast, erreichst du mich über die SEZ. Dir ist die eine Waffe in die Luft gegangen. Hast du einen Asteroiden gerammt? Sehe ich so aus, als würde ich das tun wollen? Die notwendigen Kosten für die NSV sind zu hoch. Ich muss mit unserem Finanzer reden, bevor ich hier irgendwas drehen kann. Könntest du dich darum kümmern? Also, dass die Nazi Voyage, soweit in unserer Macht steht, gepflegt wird? Ich kümmere mich um deine Drake Corsair, keine Sorge. Ich halte sie kostengünstig, aber sicher in Schuss. Regelmäßig checke ich die Triebwerke, fülle die Treibstofftanks auf und überprüfe die Schilde. Ein bisschen Politur bekommt sie auch, damit sie nicht total verstaubt aussieht, wenn du wiederkommst. Danke dir, Matthias. Du bist der Beste. Wir haben eine neue Mitarbeiterin. Ich teile sie für die Corsair ein. Sie kennt sich mit Drake-Schiffen am besten aus. Klar, das ist dein Call. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Kjell Stormansson? Matthias meinte zu mir, dass ich mich mal bei dir melden soll. Mein Name ist Aurora River. Ich arbeite für deine Firma Grimneck Repair. Matthias meinte, du hast eine Corsair, die ein gutes Händchen braucht? Ich schau mir mal an, was ich wegen dem Bugschaden machen kann. Wenn du was brauchst, hast du meine Mobi-Daten. Thank you.
Stormansson, richtig? Und du bist? Wer wohl? Siehst du meine scheiß Abzeichen nicht? Habe ich gegen das königliche Hausrecht verstoßen? Wo ist Finnegan? Trevor meinte, ihr würdet ihn besser kennen. Finnegan? Die Nachtleitung der O38 Bar? Keine Ahnung. Länger nicht gesehen. Hat er was aufgefressen? Finnegan hat ein Schiff gestohlen, und zwar von der Familie Jill. Die gibt es noch? Hör zu, du Großmaul. Wenn wir herausfinden, dass ihr Finnegan versteckt oder wusstet, wo er sich befindet, dann ziehe ich dich dreimal durch Kopi und Scheiße, bevor ich dich aus dem Airlock werfe. Ohne Raumanzug. Was für ein Schiff hat er gestohlen? Eine Caterpillar. Wenn ich was höre, dann lasse ich es euch wissen. Wehe, wenn nicht. Gut, du hast mich gefunden. Trevor meinte, du würdest hier warten. Schwester T. Sentinel hat sich darum gekümmert, dass hier hinten nichts los sein wird. Bis auf dem Typen hinter mir. Dazu komme ich noch. Erstmal danke, dass du den Tracker-Beacon angebracht hast und Fiona Jill am Leben gelassen hast. Fiona Jill? Die Tochter von Digger Jill? Die sollte längst tot sein. Scheinbar ja nicht. Es ist Fiona Jill. Meine Quellen sind glasklar. Und sie wird dein Joker bei der Suche nach der Wendigo sein. Wie meinst du das? Ganz einfach. Fiona Jill arbeitet mit Randolph, Emilio und OP zusammen. Gemeinsam beliefern sie eine Technikergruppe auf Hörsten mit Waffen. Den Händler hast du ja schon kennengelernt. Nun, zumindest die Söldner, die die Techniker bei der Arbeit bewachen sollen, werden mit Waffen beliefert. Und genau diese Techniker halten die Wendigo instand. Woher weißt du das alles? Keine Fragen. Ich gebe dir, was ich habe. Und was du wissen musst. Gut. Sag mir, wo ich hin muss. So einfach ist das nicht. Ich bin ganz Ohr. Der Kerl dort drüben heißt Henry Mayne. Ein Mitarbeiter von Sakura San Magnolia Work Center. Er ist der festen Überzeugung, mehrmals eine nicht registrierte Reclaimer in Sapphire, Ludlow und Pickersfield gesehen zu haben, die bei Reparaturen von schwer bewaffneten Söldnern erbracht wurde. Ein Einwohner von Sapphire meinte, dass solche Schiffe unter anderem auch in Rappel oder Makers Point repariert werden. Ich vermute, diverse Palästiker rotiert den Standort und verändert ihren Verlauf stetig. Einige dieser Söldner und Techniker hatte der gute Mayne im Workcenter gesehen. Er ist sich da ziemlich sicher, hat mir sogar Aufnahmen gezeigt. Vielleicht lässt du dir das besser selbst von ihm erklären. Er hat bestimmt Interessantes zu sagen. Okay, ich rede mit ihm. Du hast mir was zu sagen? Also, auf Hurston sind irgendwie seltsame Typen unterwegs. Ich arbeite für das Sakura Sun Work Center, genauer gesagt in der Logistik und Versorgung der Frachtannahme. Auf meinen Touren bin ich auf eine ziemlich stark bewachte Reclaimer gestoßen, die irgendwie ständig beschädigt ist. Als einer von den Leuten von Grima nach unregistrierten Reclaimers gefragt hat, habe ich einen alten Kumpel von mir kontaktiert. Der arbeitet jetzt bei Eckhart Security. Er hat die Kennnummer der Reclaimer gecheckt und gesagt, dass weder die Hurston Security noch die Navy irgendwas Passendes dazu haben. Das Schiff scheint ein Geist zu sein. Komplett unregistriert. Das letzte Mal habe ich es in Zephyr gesehen und gehört, dass sie noch was in Maker's Point zu erledigen hätten. Aber das Schiff bleibt nie lange an einem Ort. Sie reparieren nur immer so Kleinigkeiten und wechseln dann den Standort. Wahrscheinlich auch zu anderen Orten, nicht nur die Siedlungen. Ein Barbetreiber in Weeping Cove hat mir erzählt, dass in Ludlow manchmal freie Handwerker gesucht werden, die für viel Geld eine Reclaimer reparieren sollen. Aber das Ganze klingt ziemlich schmutzig. Ja, ich denke, das war's soweit. Wie heißt der Barkeeper? Sein Name lautet Karl Meissen. Er ist um die 50, glaube ich, und hat früher bei den Marines gedient. Er betreibt die Bar bei den Docks und hat gute Kontakte zu Miles Eckhart. Aber Grima meinte zu mir schon, er kennt die Jungs von Eckhart Security selbst.
Wie lautete die Kennnummer der Reclaimer? VSE 303.600.9. Und dieser Meißen? Der weiß, wo in Ludlow diese Angebote hängen? Er kennt die Kontaktperson in Ludlow, die jene Aufträge vermittelt. Das Ganze ist übrigens ein Informationsaustausch unter der Hand. Karl weiß zwar, dass ich Grima helfe, aber bei Sakura-san weiß das niemand. Genauso wenig die Siedlungsbewohner der verschiedenen Settlements. Ich bitte um Diskretion. Grima meinte, sie machen das beruflich. Ich vertraue ihnen. Am Ende würden mich sonst irgendwelche Duster-Lakaien jagen. Mach dir keinen Kopf. Ich halte deinen Namen aus der Sache raus. Aber eins interessiert mich dennoch. Was hast du von der ganzen Sache hier? Was wohl? Ich kann mir am Ende des Monats eine M50 leisten. Bin leidenschaftlicher Racer und habe vor, meine Feinde im Sand und Staub zu bezwingen. Du kannst gerne mal zuschauen. Ich fliege in ganz Stanton. Hans Englert hat bereits von dir gehört. Wie viele seiner Auftragskunden arbeitet er sicherlich auch mit dir zusammen. Aber stellt euch gut mit den Jungs. Ich habe gesagt, ihr könnt ab und zu mal aushelfen, wenn sie was haben. Was ist mit Finnegan? Ich habe gehört, er hat ein Schiff der Jill gestohlen. Fionas wohl, oder? Ich habe davon gehört. Wenn du dir wirklich noch eine Kopfgeldjagd reinquetschen möchtest, sehe ich, was ich für dich tun kann. Aber treffe jetzt deine Vorbereitungen. Die Wendigo kann jederzeit ein anderes System der Instandhaltung umsetzen. Sag Karl Meißen, er hat noch meine Music-Data. Klar, ich werde es erwähnen. Interessant. Mal schauen, wo das Ganze hinführt.